Zieht euch das mal rein. Geilstes Wetter in Schweden. Und damit Tag 3 und herzlich willkommen zum nächsten Vlog-Teil. Heute ist Ladetag. Heute wird hier nicht allzu viel passieren. Ich werde euch trotzdem ein paar Einblicke zeigen, wie wir das jetzt mit dem Laden gestalten. Also, wie ich den Florian vollkriege. Heute Morgen ist er aufgewacht mit 93,5 Kilo. Und jetzt gibt es erstmal einen kleinen Spaziergang. Viel Spaß mit dem Video. Der weltbeste Papa. Hier bin ich bald und wie sieht's aus? Ja, wir haben gerade nachgeguckt, wie es für morgen aussieht zeitlich. Ich bin relativ früh dran. 9 Uhr startet der Wettkampf. Dann sind erst die Men's Physik, Bikinis dran, meine ich. Nee, erst bist du dran. Oder nee, erst bin ich. Du bist direkt im ersten Block. Genau, erst bin ich dran. 9 Uhr geht's los. 9:30 denke ich mal, starten wir dann. Mhm. Und dann sind die Men's Physik, Bikinis dran, etc. Dann ist ein Break um 13 Uhr. Dann gibt's genau, wir haben Vormittag erst das Prejudging. Genau. Also es ist richtig wie beim bei großen Wettkämpfen das immer ist. Also es gibt erst einen Vorentscheid, wo wir dann schauen, ob wir ins Finale kommen. Also ich denke mal Top 5, Top 10, keine Ahnung. Genau. Nachdem wir viele starten. Also schon ein großes Teilnehmerfeld. Ne? Und dann 13 Uhr ist wie gesagt ein kurzer Break. Und dann kommen die Finals. Mhm. Und dann kommt gegen, ich schätze mal so 15 Uhr, 14:30 Uhr, dann kommt erst das Overall. Also wir müssen mich da gut vollhalten über den ganzen Tag. Und trotzdem halt trocken bleiben. Also wirst du dreimal auf der Bühne stehen. Das heißt, wir haben erst das Prejudging. Wenn das läuft, wenn ich dreimal auf der Bühne stehe. dann kommt sozusagen das Finale. Also erstmal die Division zu gewinnen. Und wenn du die gewinnst, dann ist noch Overall sozusagen nachmittags. Genau. Und was wir gerade noch nachgeguckt haben, was sehr interessant ist für mich, weil das war in London anders. Es geht nur bis Klasse C in der Classic. Das heißt, das sind ja die Größen A, B, C. Meistens gibt es noch D, teilweise auch E. Das sind halt die verschiedenen Größen auf die verschiedenen Gewichte, die du wiegen darfst. Und hier ist es wohl so, dass sich niemand angemeldet hat, der in der größeren Division ist. Das heißt, die C, wo ich starte, ist die größte. Das heißt, auch die mit der meisten Muskulatur, die größten. Das hat auf jeden Fall einen Vorteil. Bei mir zum Beispiel in London hat ja auch derjenige, der in der D gewonnen hat, die Pro-Card dann mit nach Hause genommen. Aktuell werden halt gerne die Leute gesehen, sieht man auch bei Mr. Olympia und so in der Classic, die halt größer sind. Das ist so, das kann man jetzt nicht ja, da irgendwie verneinen. Ja, da ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Absolut recht, ja. Also in Bobstedt und auch Urs sind ja beide nicht klein, genau. Die hier weit vorne platziert werden, auch Ramon ist nicht klein, ja. Aber die jetzt sage ich mal ein bisschen kleiner und kompakter sind wie Brion und sowas, die haben sie jetzt hinten durchgeschoben, ne? Ja. Weil die ja auch gut aussehen, deswegen denken wir mal, dass wir da auch ganz gute Chancen haben, wenn wir halt schwer sind. Und ja, das heißt aber nicht, dass jetzt wenig sind. Also ich habe gerade von den Regionals habe ich schon ein Bild gesehen. Mhm. Und da waren, wie viel standen da? Ich glaube, 12 Leute in der Classic also oder die, sowas. Also die Regionale hier in Schweden, die ist ja heute und morgen ist dann halt der Pro Qualifier. Das ist gerade offen. Und ja genau, ich habe das gerade offen. Das sind jetzt die, die gerade im Prinzip auf der Bühne standen. Ich glaube, das ist auch sogar C. Das sieht mir nach C aus. Ja. Ja, also da stehen schon 7, 8, 9 Leute in der Classic in einer Klasse, ne? So, und das ist schon bemerkenswert, würde ich sagen. Also in London war da nicht so viel los, ne? Deswegen, wir schauen mal, wie es morgen läuft, aber wir geben unser Bestes und ne, toi toi toi. Yes. Nachdem die Haare jetzt schön sind, machen wir jetzt einen kleinen Formcheck. Wir haben jetzt schon einiges an Mahlzeiten drin. Look ist also etwas voller. Und ja, gucken wir mal, ob die Härte jetzt auch langsam noch ein bisschen mehr durchkommt, weil das müsst ihr immer bedenken. Je mehr ihr esst, desto mehr drückt der Muskel die Haut platt. Also desto mehr Kohlenhydrate reinkommen in so einer Wettkampfform. Dazu muss man allerdings auch fettfrei sein. Machen euch die Kohlenhydrate eben nur noch besser und nicht mehr schlechter. Wie das aussieht, schauen wir jetzt mal. Ja, das kommt gut. Die Breite oben ist nochmal deutlich besser als in London.
dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen to more and you seem to regret. You gonna see my name up on a flag. Then I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back. I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. Hop like a pack. I'm about to stack it like cash. It's gonna happen. Never change myself. I've always stayed the same. No doubt. I've always played the game. All and I am here to stay. Right now, so don't call it. Schön groß machen, genau. Groß. Tritt doch drüber auf den Arsch. Schön, schön. Dreh mal deine linke Hand in die Supination, also rein. Reindrehen. Also nein, das mache ich nicht. Sicher nicht? Nein. Mach mal einmal, bitte. Ich will mal. Nein, ich finde okay, das. Nee, hast recht, hast recht. Ich weiß, was du meinst, habe ich schon ausprobiert. Ja, nee, alles gut. Ich wollte nur mal gucken, wie es aussieht. Es geht ja nicht darum, dass wir das machen, es geht nur darum, dass ich mal sehen wollte. Ja. Okay. Finde ich nicht gefällt. Nee, hast recht, gefällt mir auch nicht. Dafür ist die Sehne zu lang. Hast halt in so einem kurzen, ne? Das ist halt besser, wenn man dann dementsprechend nicht eindreht. Der Arsch ist komplett gestreift. Anbau und Start. Ist jetzt auch durchgestreift. Ich kann mich nicht so ganz bewegen. Alles gut. Der Vakuum wird die Teile jetzt nicht zu schmal. Das ist noch keine Vakuum. Naja, aber du ziehst schon ein bisschen rein. Fällt mir gut. Classic Pose. Ja. Super. Ja, kann auf jeden Fall noch was rein. Ein bisschen trinken, ein bisschen essen. Über den Tag heute nochmal ein bisschen voller werden. Guck mal, das liegt. Mal normal. Hier. Huh. Boah, das war letztes Mal nicht so. Nee, das war letztes Mal nicht so. Du bist besser in Form und schwerer. Das ist genau perfekt, das Paket. Freunde, wenn du nach so einer langen, jahrelangen Wettkampfkarriere jetzt mal irgendwann diese Arbeit auch mal belohnt wird und du morgen mal gewinnst, so, also Pro Card und so, das wäre schon echt cool, Mann. Du hast so einen Arsch aufgerissen die letzten Jahre, immer competed und so. Ach nee, stimmt ja gar nicht, das ist der zweite Wettkampf. Aber die Arbeit wird belohnt werden, Mann, die du da reingesteckt hast, ey. So lange Jahre immer. Immer wieder abgezogen, wieder drin rein, wieder off-season. Ja. Einige Lademahlzeiten, Nickerchen später. Gibt es jetzt hier noch ein bisschen Instagram-Content. Und dann werden wir nochmal zum Einkaufen fahren, denn wir haben nicht genug zu essen. Das ist doch schon mal top. Hier auf vernünftige Gurken das Haus. Guck mal, so Blueberry-Muffins und Blaubeer-Muffins, ja, auf jeden. Genau das wollte ich eigentlich. Hier sind auch noch so Schokomuffins, die finde ich auch gut. Ja, guck, die sind richtig geil. Guck mal, hier gibt es auch noch so eine Apfeltasche. Ja, genau, Apfeltasche ist auch gut. Mega. Dann nehmen wir mal ein Tütchen und bediene dich. Das ist echt süß, so ein kleiner Supermarkt hier für mich. So. Shit abgemacht. Ist das approved? Hm. Was sagst du denn dazu? 28 Gramm Carbs nur auf 100, voll wenig. Nee, Fett ist das. Ja, viel Fett, ne? So, zu viel Fett bringt uns ja auch nichts. Ja. Zu wenig Kram. Sind sau trocken, nimm lieber normale Cookies. Ja, ne? Ich fand das hier ganz geil. So Butterkekse, ne? Das könnte gehen. Aber nee, ich nehm noch Reiswaffeln. Hast du noch was Geiles zu trinken, auf jeden Fall für morgen danach mitnehmen, ne? Ja. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Aber sonst sind wir ja schon gut ausgerüstet. Was Geiles zu trinken. Kann ich mir nicht anstatt einen Kaffee hier sowas holen? Klar. Müssen wir mal gucken, wenn das so viel Milch hat, ne? Nicht so vorteilhaft. Ja. Das ist alles Latte, ne? Gibt es nicht normal? Nee, ne? Nee, das ist immer mit Milch. Ja, immer mit Milch, ne? Lass uns lieber normalen Kaffee trinken, das ist besser. Ja. Da überlassen wir nichts dem Zufall. Ja,
Ja, das ist richtig. Wenn ich mir jetzt den Magen versorge, ist halt echt scheiße, ne? Eben. Gerade in der Classic wird da halt extrem drauf geachtet, ne? Ja, das ist mir dann auch alles ein bisschen zu unsicher, muss ich dir sagen. Also machen wir es lieber so, dass wir danach dann alles trinken. Hier, den können wir uns erstmal gönnen danach. Fetten Oma. Loco gibt's hier auch, liebe Grüße an Steve. Hier so ein Bang. Das geht auch alles. Ja, alles klar. Hier, guck mal, hier gibt's die Mango. Mango Pepsi und Limetten Pepsi. Die ist geil. Zugelaufen? Nee. Gar nicht. Ist perfekt. So, was war's? Gestern Morgen 92 1 gestern. Also wenn wir alles richtig machen, dann stehst du morgen auch mit 95,5 sowas auf der Bühne. Voll, prall und trocken. Ja, damit haben wir halt nochmal, ich sag mal, gute 2 Kilo mehr als in London, ne? Ja. Das gefällt mir sehr gut. Trotzdem trocken wie Scheiße. So muss das sein. Also voller, trockener, härter. Und das 2 Wochen später, ne? Ja. Alles klar, jetzt wird gegessen. Die hast du schon genommen, ne? Ja, die habe ich schon genommen. Aber die haben da im Backstage eh genug. Du kannst dann morgen, der Vorteil ist, du kannst morgen nochmal durchtrinken, dann, wenn wir noch eine halbe Bier nehmen. Kannst du mal trinken einfach. Locker 2-3 Liter. Mhm. Und ganz entspannt halt, ne? Mhm. Aber wir brauchen keinen Trinkstoff. Ja, ja, okay. Aber wir brauchen keinen Kaffee, das ist morgen früh, ne? Mhm. Aber wir brauchen keinen Trinkstoff mehr. Schultermuskelkater von gestern, das merke ich gerade, wo ich den scheiß Rasierer hier die ganze Zeit oben halte. Ich auch, ich habe Schultermuskelkater und ich habe Brustmuskelkater wie so. Also nicht wie Sau, es geht, also es ist schon gut, das war ein gutes Training. Aber auch ein bisschen voller als letztes Mal, als die Brust, finde ich. Meine? Ja. Ja, gestern auf jeden Fall nicht, aber generell, ja. Heute beim Posen fand ich. Ja, ja, jetzt wie die. Ich muss mir die Front mal angucken. Habe ich eben nicht drauf geachtet. Haare sind alle ab. Mal direkt nochmal auf. Wieder, ne? Ah, ich liebe das.
Oh. Ja, Abmoderation für heute. Farbe sitzt. Subs zum Schlafen gibt's auch noch. Dann geht's ab, pennen. Wir müssen morgen um 6 Uhr raus. Besser hätte ich es nicht sagen können. Gute Nacht und viel Spaß mit dem nächsten Teil.